Hallo und herzlich willkommen beim Dart Profi Channel. Ich bin euer Philipp Hu. Heute schauen wir uns die neuesten Tage Darts an, frisch eingetroffen aus dem asiatischen Bereich. Haruki Muramatsu, der Rising Sun, in Soft und Steel haben wir es da. Ich wünsche euch viel Spaß damit. So, da haben wir sie jetzt, die Rising Sun von Haruki Muramatsu, den asiatischen Superstar dort, von der Marke Target in Soft und Steel. Wow, also ich muss euch sagen, auf den ersten Blick, das macht richtig, richtig was her. Allein die Verpackung hier einmal zum Öffnen mit Magneten. Wow, also die Jungs haben sich da richtig was einfallen lassen. Sehr schön auch, also wow, also fast schon ein Schmuckstück, traut man sich ja fast gar nicht aufmachen. So, aber wir machen es trotzdem auf. Einmal in Soft und hier einmal in Steel Dart. Ja, Wahnsinn. Also wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Schauen wir uns die Soft Dart einfach mal als erstes an. Grundsätzlich sind sie beide auf den ersten Blick, was ich hier sehe, komplett gleich geschnitten. Klarerweise der Steel Dart etwas schlanker vorne. Und ich kann euch jetzt etwas mal vorweg sagen, der Steel Dart hat etwas, was ich sonst bei keinem Steel Dart Set sonst gesehen habe. Oder ich kenne natürlich nicht alle, aber ich bin schon sehr lange dabei und ich habe das wirklich noch nie gesehen. Schauen wir uns aber die Soft Dart mal als erstes an. Gut, ich schraube mal einen ganz schnell zusammen und dann haben wir das schöne Stück in ganzer Pracht hier. So, also auf dem ersten, wie gesagt, die Verpackung, es macht so viel her. Also das Ding schaut dermaßen hochwertig an. Es fühlt sich auch sehr, sehr, sehr gut an, auch der Barrel. So, schauen wir mal, dass ich das gut reinbekomme. No, danke. So, also, was haben wir hier? Wir haben hier, ich muss mal selber nachschauen, weil es ganz frisch erst eingetroffen ist, heute früh erst gekommen, einen 18 Gramm Barrel, sprich, der ganze Dartpfeil wird circa auf 19,5 knappe 20 Gramm kommen. Ich schätze mal so mit 19,6 oder so oder 19,5, je nachdem, müsste man nochmal ganz genau nachwiegen. Wir haben hier einen Pro-Grip-Schaft, einen klassischen von Target, wieder sehr schön in Transparent, also passt perfekt dazu. Wir haben einen neuen Vision Ultra-Schaft mit neuem Design, leicht durchscheinbar, schaut richtig, richtig, richtig gut aus. Und vom Barrel her, wow, also 95% Tungsten, das heißt 95% Wolfram im Metall ist da drinnen. Das heißt, wir sind hier auf einem absoluten Weltklasse-Niveau, was die Qualität auch betrifft. Vom Optischen her muss ich sagen, wirklich der Wahnsinn. Also er schaut in Natur wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Vom Greifen her, ganz interessant, man hat hier hinten eine leichte Mulde mit leichten Rippen. Das heißt, das Erste, wenn ich jetzt hier gleich einmal so in die Wurfhand reinlege, liegt er schon mal perfekt bei mir beim Zeigefinger an. Das heißt, er wäre mal perfekt, weil du weißt sofort, wo ist der Dartpfeil und ich brauche gar nicht mehr hinschauen und ich bin schon auf der richtigen Wurfposition. Also das ist mal richtig, richtig nice. Hier vorne haben wir eine klassische Pixel-Tippspitze von Target in 2BA. Eh klar. Ja, gut, dann schauen wir uns einmal das Steel Dart an, denn jetzt wird's spannend. Ich mache mal das genau gleich. Also ich mache hier mal einen auf. So, warum ist das so außergewöhnlich? Ich zeige euch das. Hier vorne bei der Steel Dart Spitze beim Übergang zum Barrel. Viele kennen das von euch, die schon Steel Dart gespielt haben. Man hat einen relativ großen, oder je nachdem, was man für eine Barrelform hat, die ist zulaufend nach vorne hin etwas konischer zur Spitze und dann irgendwann einmal macht es eine kleine Kante. So, das hier nicht. Ähnlich wie bei den anderen Serien von Target, der Serie Storm, glaube ich, ja, der Serie Storm war das, die auch sehr ganz knapp zulaufend ist, ist das hier nochmal extremer. Ich habe das noch nie so gesehen, so einen schlank, perfekt zulaufenden Steel Dart, der fast, wo der Übergang so gut wie gar nicht da ist. Ja, ganz, ganz außergewöhnlich, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Für die Leute, die sich Dart interessiert sind und die vielleicht in Wien oder in der Nähe sind, schaut euch das Ding bei uns im Store an, ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wir haben hier ebenfalls 95% Tungsten, ist gleich wie beim Soft Dart. Grundsätzlich, es gibt leider nur diese zwei Gewichtsklassen, also man hat hier auf eine große Serie verzichtet, weil einfach, ja, was ich weiß, glaube ich, in Japan, die spielen halt genau mit dem, so wie der
Profi es spielt und da gibt es keine Abweichungen. Und in Asien spielt halt Muramatsu mit dem 18 Gramm bzw. mit 19,5 circa Dartpfeilgewicht spielt er halt. Und hier genau das Gleiche. Wir haben hier einen 22 Gramm Barrel, das heißt, wir kommen circa auf 23,5, maximal 24 Gramm Komplettgewicht. So, da haben wir jetzt die zwei nochmal in voller Pracht. Also ich muss euch sagen, vom Optischen her der absolute Wahnsinn. Also auch von der, wie es sich anfühlt, von der Qualität, das macht richtig, richtig was her. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach das Ding mal auszuprobieren. Ich hoffe, ja, ich habe mal nichts vergessen. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder von den neuesten Darts von der Marke Target. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Hey, no, 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 no.